Moin meine Leute und ein recht herzliches Willkommen zu einem weiteren Video von mir, den Alfenko, heute mal wieder bei euren Schwachsinnwörter 2, ja. Zur allerersten Fahrt auf der Promods und ja, das mache ich natürlich nicht alleine, dabei ist der Fredenko, moin. Moin moin. So, wir fahren heute, ja. Das steht ja so auch so ein bisschen provisorisch bei mir drinne, aber das Jenko hat es nicht richtig geschrieben. So, wir fahren heute von Leipzig durch Halle an Magdeburg dran vorbei, an Hof bei Hannover auch so ein kleines bisschen dran vorbei, nach Soltau. Ja, wir sind unterwegs auf der Promods, zeige ich euch jetzt mal so einen großen, ja. Auf der 260-Version. Genau, auf der 260-Version, werde ich euch auch alles unten in der Videobeschreibung verlinken. So, so sieht schon mal zumindest schon mal die komplette Karte aus. Ja, wir fahren heute mal in Deutschland. War zumindest so der Plan. Machen wir auch eine kleine Strecke ungefähr. Na, wie viele Kilometer haben wir auf dem Tacho? 295, genau. So, machen wir das Drecksteil noch weg hier. Muss ich tanken? Oh ja, ich komme noch ein Stück an. Wobei ich vorher erstmal kurz noch Lenkrad freischalten. Ja, habe ich schon geplant. So, achso, ja. Der Fredenko wird mir folgen und dann würde ich sagen. Ich habe nur gesagt nach links, aber. Nee, ich dachte hier. Nee, hier. Ich habe hier noch nicht freigeschaltet. Was jetzt echt? Umwege muss ich jetzt echt warten. Ich dachte, wir fahren jetzt ja. Neu. Mann, nee. Ich habe dir gesagt, ich fahre erstmal nach links. Gut, das Video wird wieder hier 50 Minuten gehen hier. Ach, ich gebe doch schon Gas. Ja, gib Gas, ich warte hier an Ampel. So, genau. Viele von euch haben sich ja mal gewünscht, bei Instagram habt ihr mir alles geschrieben, dass ich mal auf der Promods fahren soll. Ja, das mache ich jetzt auch. Hinten kommt er schon. Wird jetzt auch grün. Ich habe Bescheid, wenn ich fangen kann. Ja. So. Ja, und jetzt sind wir hier auf der Promods unterwegs. Und fahren mal ein Stück durch Deutschland. Ist ja alles komplett überarbeitet. Ihr werdet es alles selber sehen im Video. So, dann erstmal hier aus Leipzig raus. Ah, du warst schon in Leipzig, Wiedererkennungswert ist da oder ist nicht da? Nicht wirklich. Nicht wirklich. Also ich muss sagen, in Hamburg, bei der Promoz, wenn man da durch Hamburg fährt, muss ich sagen, ja, ist schon Wiedererkennungswert. So, wir fahren zusammen als Konvoi und wir haben unsere eigenen Konvoi-Regeln. Wenn ich noch über Geld fahre, darf er natürlich danach hinterher fahren. So ist es auch im echten Leben so, wenn man als Konvoi fährt. Gut, der ist ja meistens abgesichert. Genau. Es ist jetzt bei uns zwar nicht, aber ist halt so. Wenn wir jetzt keine Lust hier mal noch 3 Stunden zu warten. Müsst ihr akzeptieren so. So sind unsere Regeln als Konvoi. Ja, der eine mag das, der andere mag das nicht. So. Genau. Wenn wir auch Autobahn fahren. Ja. Ah, ist gleich grün, das passt ja. Gleich weiterfahren, fahren ja nur an der Shell-Tankstelle vorbei und bei Maggis dann vorbei. Diesmal halten wir aber nicht an, hab mein Portemonnaie diesmal vergessen. Ich hab bezahlt. Trotzdem. Nicht an. So, hier halten wir an noch. So. Ich hatte aber noch nicht geabbrot. Ich habe aber noch kein Abbrot gegessen. Hast du kein Abbrot gegessen? Das sowas aber auch. Na, wird schon dunkel hier. Fahren wir heute mal so in die Nachtdämmerung hier. Entschuldigung. So, genau. Ja, Euro Truck, das eignet sich ja eigentlich ganz gut davon, dass man mal so ein bisschen erzählen kann. Und zwar gibt es auch ein bisschen zu erzählen. Für alle, die es noch nicht mitbekommen haben, ich habe es im letzten Video eigentlich schon gesagt, welches Video waren das jetzt? WOT-Video, im World of Tanks-Video. Dass das Alice-Projekt jetzt. Du wolltest. Ja, ich weiß. War bewusst. Dass das Alice-Projekt jetzt endgültig beendet ist. Aufgrund von Problemen. Und wenn Alice sich nicht auskacken tut mit ihren ganzen Bugs da und es nicht fixen tut, es ist einfach momentan nicht spielbar. Sagen wir es mal so. Und da habe ich eben halt entschieden, mit dem Fredenko, dass wir es beenden. Wären jetzt sowieso nur noch 5 oder 7 Folgen gewesen, die wir jetzt noch aufgenommen hätten. Ja, und so allmählich wüssten wir langsam nicht mehr, was wir machen sollen. Wir haben so gut wie alles freigeschalten. Genau. Kann man ja dazu sagen. Ja. Alles, was uns interessiert hat, haben wir gemacht. Genau. Ja. Also wie gesagt, und damit haben wir eben halt gesagt,
es ist wir beenden das. Ich bin ehrlich, es war auch eine Qual, das immer wieder aufzunehmen. Und ihr wisst, ich nehme nur Videos auf, die mir persönlich Spaß machen. Und, also die ersten 20 Folgen, die waren ja noch mal an. Sagen wir es so. Naja, nö, fand ich jetzt nicht so. Also gut, das ist deine Meinung. Na doch, ja. Die ersten 20 Folgen, die haben eigentlich doch relativ viel Spaß gemacht. Ja, ich sag's mal so, ab Folge 40 so, weißt du? Also irgendwie, das ging mir schon irgendwie so schon auf den Sack damals, wo ich die Hühner, nicht die Hühner, die Kühe damals gemacht habe. Ja. Irgendwie so, dann dachte ich mir so, na jetzt irgendwie, ja ich weiß nicht, ich irgendwie, ich hätte es vielleicht nicht alles in ein Projekt machen sollen. Weil wir haben es ja so gemacht, wir haben ja alles in ein Projekt gemacht eben halt, ne? Ja. Sprich, Trauben. So gut wie fast alle Produktionen, so gut wie. Ne? Alle Tiere hatten wir gehabt. Und so weiter und so fort eben halt. Mit Mods haben wir auch gespielt und so weiter und so fort. Ne? Wie gesagt, also wir haben ja schon, ja, ich will nicht sagen, dass das Spiel ausgelutscht ist. Ganz im Gegenteil. Nur das Problem ist einfach, es war zu viel für diese kleine Karte. Ja, aber viel zu viel für diese. Ist nicht euer Fehler gewesen. Also ihr habt zwar auch Wünsche geschrieben eben halt, kannst du nicht nur das machen, könnt ihr nicht das machen, es wäre cool, wenn es so ablaufen würde und so. Warum hast du mir davon nie was gesagt? Ja. Ihr habt doch gesagt, wie die Pläne dann aussehen. Wir haben uns immer einen Plan gemacht eben halt. Ne? Ja, das auf jeden Fall. Wie wir ja, die nächsten Folgen eben halt gestalten eben halt. Ne? So, und da habe ich eben halt auch die Wünsche der Community eben halt, von meiner Community eben halt mit reingenommen eben halt. Und auch deine Wünsche und auch meine persönlichen Wünsche eben halt. Ne? Ja. So, klar, das Projekt hat mir Spaß gemacht, aber zum Ende zu eben halt, es wurde einfach zu viel. Wenn ihr wüsstet, wie lange es gedauert hat, ein einziges Video mit Vorbereitung aufzunehmen. Also für ein Video saß man mindestens eine Stunde 30 mindestens. Ja, also es war wirklich lang, was wir mal gemacht haben. Meistens bis 3 Uhr morgens, was wir saßen. Ja. Um was aufzunehmen. 4 Videos aufzunehmen von 18 Jahren. Ja. 3 oder 4 Videos haben wir da aufgenommen gehabt. Die ganze Vorbereitung hat gefehlt. Man musste man halt noch machen. Es hat so viel Zeit geraubt. Ja. Deswegen und. Ja, ich habe mich mit dem Projekt so selber so ein bisschen kaputt gemacht eben halt. Klar, keine Frage, ich hatte wirklich jede Menge Spaß gehabt und allem drum und dran. Nur, es war irgendwann zu viel eben halt. Genau. Und dann haben wir eben halt gesagt, und eben halt plus diesen ganzen Bugs, die eben halt, der Alice eben halt aktuell immer noch hat, haben wir eben halt gesagt, nee, wir lassen das gut sein. Wir haben es gestern Abend nochmal versucht. War es gestern Abend? Ja, gestern Abend. Ja, gestern Abend. Haben wir es ja nochmal versucht, aber da haben wir gesagt, nee. Und wenn das Spaß fehlt, nee Leute, quälen werde ich mich nicht. Kommt auch nicht gut rüber eben halt fürs Video. Nee, dann hat man auch keinen Bock mehr. Stehst du hier einfach? Hab ich schon gewundert, warum der eine da bremst. Nein, ich weiß es auch nicht. So, wenn wir die Ausfahrt Richtung Hannover, Braunschweig und Berlin nehmen. Junge, fährst du mal? Oh. Mann, Alter. Nee, Digga, die bremsen hier runter, weiß ich nicht, wann, nee. Hab ich gerade gemerkt. So, genau. Dazu schon mal. Dann kriege ich haufenweise Fragen, wann beginnt eigentlich das Minecraft-Projekt. Freunde, Mitte März. Ja, Mitte März. Mitte, Ende März. Kann euch jetzt erstmal erzählen, Stand der Dinge. Also, am 22. kriege ich meine Schlüssel für meine Wohnung. Genau. Dann ist für uns wieder ein Kampf, erstmal alles rein einrichten. Genau. Der eine oder andere hat ja gemunkelt, dass ich und Benny zusammen als WG ziehen. Wollten wir auch, war geplant. Funktioniert aber leider darüber nicht. Und andere Vermieter hier, wo wir gerade wohnen, kommt für uns nicht in Frage. Und wegziehen kommt für mich gerade auch nicht in Frage. Für mich auch nicht. Deswegen haben wir gesagt, jeder behält seine Wohnung, ich nehme meine, er behält seine. Und ja, damit hat sich die Sache sich erledigt. So, genau. Also wie gesagt, am 22. kriege ich meine Wohnungsschlüssel. Und am 26. ist mein großer Umzug. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich Videos aufnehmen werde für diese Woche zwischen dem 22. und dem 28. Weiß ich nicht, ob ich da Videos vorproduzieren werde, aufnehmen werde. Weil ich habe Schule, mache nebenbei meinen Umzug innerhalb der ganzen Woche.
Und hab dann vom 26. auf den 28. kein WLAN. Also sprich, zusammen aufnehmen wird nicht funktionieren. Kriegst zwar wahrscheinlich so einen WLAN-Stick zugeschickt, habe ich schon geguckt. Da sind 20 GB drauf, wird zwar anders verarbeitet, ja, aber wird auch wahrscheinlich nicht ausreichen, um ein Video hochzuladen. Vielleicht, nee, vielleicht zu zocken, ja, das vielleicht ja, aber... Aber hochladen, das wäre zu viel. Ja, ja, am Wochenende werde ich nichts hochladen, weil da werde ich beschäftigt sein. Weil du hast ja am 27. Geburtstag. Da werde Nein, ich habe nicht Geburtstag, es fällt aus, deswegen ist nicht. Ja, okay, aber trotzdem hast du Geburtstag, so. Ne, also 26. wird komplett der Umzug sein, Tage schon davor, wird Vorbereitung sein, ich muss streichen, die Küche muss gebaut werden, allem drum und dran. Das Einzige, was ich mir machen werde, das habe ich mir überlegt, ich werde Vlogs drehen, das habe ich mir überlegt, das werde ich auch machen. Aber wenn die dann ausgestrahlt werden, kann ich dann auch nicht sagen, weil ich auch momentan das Geld nicht habe, um mir die Lizenz zu kaufen für mein Schneideprogramm. Das sind zwar nur 70 Euro, aber die 70 Euro habe ich momentan einfach nicht. Und so, werde ich mir dann wahrscheinlich nächsten Monat zulegen. Wahrscheinlich. Müsst ihr euch akzeptieren so? Ja, kann ich nicht ändern. Genau. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob da in den Zeitraum Videos kommen. Kann ich euch nicht sagen. Ich werde es euch nicht versprechen, dass jetzt keine kommen. Oder euch jetzt auch nicht versprechen, dass welche kommen werden. Ich weiß es nicht. Weil, wie gesagt, Umzug, nebenbei Schule. Das wird schon ein Kraftakt für mich. Und am Wochenende, glaube ich, wenn ich dann halbwegs fertig bin, dann werde ich mich dann entspannen, in Ruhe Fernsehen gucken. Genau. Am 27. Werde ich dann kochen. Ich freue mich schon drauf. Für Fredjenko als ja, kleines Geburtstagsgeschenk und auch als kleines Dankeschön, weil er mir kräftig unterstützen tut beim Wohnungsumbau und beim Einzug und so weiter und so fort. Ja, genau. Das werde ich in Anspruch nehmen und dann ja, gehe ich ab dem 28. Uhr wieder arbeiten. Und dann werde ich am 28. abends WLAN haben und dann kann ich darüber nachdenken, anfangen wieder mit Videos aufnehmen. Ja, aber am 28. wird nicht gleich Dings aufgenommen. Ich denke mal, ich lasse dann erstes noch so eine 1-2 Wochen sacken. Mach ganz in Ruhe, muss mich auch erstmal an die neue Umgebung gewöhnen. Wie gesagt, die zieht von zu Hause aus. Ja. Das wird schon ungewohnt. Alleine ist der erste Auszug, also deine erste eigene Wohnung. Genau. Das ist sowieso immer ungewöhnlich. So, und außerdem wird das alles nicht so funktionieren, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich kenne mich dabei. Ja, ich kenne den Spaß schon. Das ist jetzt schon meine dritte Wohnung hier. Oh. Genau. Ja, dazu schon mal zu dem Projekt. Und eben halt, dass es jetzt in den nächsten Wochen, es werden Videos kommen, ja, aber es wird ruhiger erstmal. Also es werden jetzt hier keine 5 Videos mehr die Woche kommen. Nicht, dass ich das ja, jetzt nicht schaffe, das jetzt nicht, aber... wie gesagt, ich habe momentan wieder eine Klausurenphase. Ich glaube, deine Community versteht das schon. Man hofft es. So. Bist du über Rot gefahren? Nee, ich hatte nur... Nein, das war Rot. Die Klappe. So, aber wir sind jetzt schon in Soltau. Soltau? Ja, Soltau. Ich glaube, hier bin ich schon mal mit dem Zug durchgefahren, wenn mich alles täuscht. Ich habe keine Ahnung. Ah, doch, irgendwas sagt es mir. Soltau Ost, Industriegelände. Ich weiß gar nicht, was wir transportieren überhaupt. Na. Ach, Milch. Milch tun wir transportieren. Und stört dich dann auch das Geblinke? Das geht schon. Also ich habe jetzt schon mal ein bisschen was abmontiert bei mir. Oder auch langsamer Zeit. Also es hat mich selber langsam gestört. War zwar schön, aber... Ja. Ja. Aber ja. Es wäre schön, wenn man alles separat hier dazuschalten könnte. Oh ja, mal gucken, was da noch so an Patches kommen, ne? Ja, dass man die unteren Frontplätze. Hier rein? Wo muss ich ihn rein? Ach, ich habe keine Ahnung. Eins weiter. Würde ich jetzt behaupten. Sieht ja. Aus. Dass man die unteren separat schalten kann und oben. Das wäre noch schön. Das ist so. Okay. So. Ich soll mal gerade einparken. Es geht. Video 15 Minuten. Oh, ja. Hab jetzt meinen zweiten Monitor angeschlossen. Naja, ja. Und dann
sehe ich jetzt hier besser beim Aufnehmen und so. So. Ja, ein paar einzelne Einstellungen muss ich noch machen. Ja, und das klappt noch nicht so richtig, aber es funktioniert jetzt schon halberwegs. Ja, das ist schon mal die Voraussetzung. So, ausgezeichnet. Sehr schön. Freue ich mich. So, fahre ich hier nochmal schnell zur Seite fahren hier. So, und dann... Ausgezeichnet. Hoffe ich, euch hat euch die Fahrt gefallen. Wenn ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, ob ich hier mal öfters langfahren soll, auf der Promotz, und dann mal so andere Gebiete durchqueren soll. Ich kann euch immer zeigen, was es hier alles so für Gebiete gibt. Natürlich Deutschland, die Niederlande, Belgien, Luxemburg, Frankreich, Arona, dann gibt es Spanien, Portugal, Spanien, Griechenland, Albanien, Bulgarien, Rumänien, Moldau. Die haben ordentlich hinzugefügt. Ukraine? War ich noch gar nicht, fällt mir gerade ein. Russland, Finnland hat sich komplett erweitert, Schweden hat sich komplett erweitert. Ach ja, bis zum Spitzenberg, da war ich bis jetzt immer noch nicht. Da, ich auch noch nicht. Da müssen wir mal hinfahren. Wir. Island, auch sehr schön, kann man auch mal Video machen. Irland, ja, also ist schon ein bisschen was, ja. Nur mit jedem Patch und Zypern. Und mit jedem, achso, und Geronin, da war ich auch noch nie. Doch. Ja, und mit doch, jedem doch, Patch doch, kommt was Neues dazu. Genau. Ja, wir werden zumindest auf dem Laufenden halten. Genau, und wenn euch dann jetzt, wie gesagt, die Folge gefallen hat, dann lasst mir jetzt ein bisschen mit dem Dümmchen oben. Ja, abonniert doch meinen Kanal, wenn ihr es noch nicht getan habt, und aktiviert die Glocke. Schaut beim Fred-Jenko vorbei, der ist selbstverständlich in der Videobeschreibung verlinkt. Bei denen läuft da gerade aktuell auch ein Projekt, Icarus. Ja, zumindest ist es gerade hier der Anfang. Also jeden Tag wird jetzt kein Video bei mir kommen, das ist... Aber wenigstens so drei bis vier Videos so die Woche habe ich schon so genau mitbekommen. Schon trinken, genau. Genau, ja, folgt mal auf Instagram. Und genau, alles klar. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann, ja. Ciao, ciao. Ciao, ciao.